Ja, damit ein herzliches Willkommen zu der Herr der Ringe Schlachtung mit der Erde 2 bei der bösen Kampagne Mission 4, der Fall von Fornost. Zwerge und Menschen stellen sich dem Feind in der verlassenen Burg von Fornost entgegen. Die Orks setzen alles daran, die Verteidiger zu vernichten und die Festung einzunehmen. Die überlebenden Dúnedain haben die Zwerge der Blauen Berge um Beistand gebeten. In der alten Festung von Fornost werden diese Würmer ihr Leben aushauchen. Wenn wir hier fertig sind, werden alle Länder westlich des Nebelgebirges uns gehören! Euer König! Mach, was euch befohlen wird! Okay, bauen wir hier jetzt noch ein paar Ressourcen. Wir haben viel zu tun! Ihr wisst, was zu tun ist! Hier sind Spinnen. Wir werden sie überrennen! Jetzt habe ich einen Schlupf auf, super. Diese Spinnen werden wir nicht umbringen. Wir werden hier bloß das Einheiten bloß ein bisschen dezimieren, weil wir dadurch ein bisschen Geld kriegen. Dann soll Gork hier mal noch ein Gebäude fertiggestellt. Ein Totem hinpflastern. Baut! Haltet euer Werkzeug bereit! Weil von hier aus können wir nicht angegriffen werden. Hier ist eigentlich die Stelle, wo die Dúnedain immer uns angreifen werden. Macht sie bereit! Euer König spricht! Ich brauche ein paar Baumeister mehr, ansonsten geht hier nichts vorwärts. Macht euch bereit, Orks! Verneigt euch vor mir, ihr Maden! Beim Fornost werden wir mit Gorkil sehr gut leveln. Kommt schon! Komm schon, Baumeister! Es gibt was eingefallen wird! Das Gebäude ist Baumeister. Was? Die überlebenden Dúnedain haben die Zwerge der Blauen Berge um Beistand gebeten. In der alten Festung von Fornost werden diese Würmer ihr Leben aushauchen. Wenn wir hier fertig sind, werden alle Länder westlich des Nebelgebirges uns gehören! Ja, dann nochmal zurück. Euer König! Mir ist gerade das Spiel aufgeflutzt. Mach dich nützlich! Wir haben viel zu tun! Ihr wisst, was zu tun ist! Aber das sollte uns nicht weiter stören, bauen wir gleich nochmal. Wie gesagt, hier bauen wir ein paar Türme hin, weil wir euch hier die Dúnedain noch kommen. Wir wären dann fertig! Haltet euer Werkzeug bereit! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Macht dich nützlich! Hey Baumeister, an die Arbeit! Wie wir wissen, wir können ja die uns mit ihnen verbünden. Die Kluft, wir werden hier sehr stark auf Höhlentrolle setzen. Wir werden auch die ganz normal aufrüsten. Übrigens, das habe ich voll vergessen zu erwähnen. Ihr wisst, was zu tun wenn ist. Ihr das Auge beobachtet im Gang Einheiten habt wir haben eine und neue der letzte Gang wird vernichtet, dann sind auch die ganzen Einheiten da drin tot. Das gleiche mit den Minenschächten der Zwerge, die wir hier noch sehen werden. Zu Befehl! Gut, zurück an die Arbeit! Mach dich nicht wir nützlich. Haben viel zu das. Tun! Weil hier arbeitet viele an eurer Einstellung!
Mach dich nützlich! Räume sind, können wir gleich zwei Sägewerke dort hinstellen. Hier werden wir dann auch noch zwei Sägewerke hinstellen. Und hier hinten jeweils dann nur noch eins. Hier hinten ungefähr. Dieses Land wird uns gehören! Ich zeige euch mal was. Hier stehen nämlich auch ein paar Dunedain. Lassen wir das gleich mal auf. Macht euch wieder an die Arbeit! Ihr wisst, was zu tun ist, ihr habt viel zu tun! Macht dich nützlich! Ja. Wir wären dann fertig! Ich dachte, wir sind fertig! Wir haben die Klüfte erweitert! Das Gebäude ist fertig! Holen wir uns gleich die Treiber, dann haben wir nochmal plus 25% mehr Ausbildungstempo. Ermöglicht die Ausbildung von Gebirgsriesen. Die kriegt man erst ab Stufe 3. Und denen werden wir nur zwei bauen, weil wir brauchen nur in der Mission 2. Der Rest der Mission können wir eigentlich alles mit Höhlentrolle machen. Das Auge beobachtet uns! Wir haben das Schatzlager erweitert! Spinnen! Verbindet euch mit ihnen! Wir haben die Klüfte erweitert! Aber für dieses Upgrade benötigen wir noch einen einzigen Punkt. Dauert noch ein bisschen. Übrigens, ihr könnt nicht alle Fähigkeiten hier kaufen. In der Kampagne geht das nicht. Wo ist der Feind? Was? Arbeiter! Könnten mal ein paar Dunedain bitte ausgebildet werden, das wäre super. Die Beuterüstung ist bereit! Holen wir uns mal gleich drei Höhlentrolle. Sieht man auch, dass die recht schnell ausgebildet werden. Ihr werdet nicht gefaulenzt! Ihr wisst, was zu tun ist! Hoffentlich können die das nicht angreifen. Das wäre unpraktisch. Bereit haben einen Höhlentroll erschaffen! Wir haben jetzt geschmiedete Klingen! Nein, können sie nicht. Ich kann es mal so empfehlen. Greift zuerst hier rechts an und dann geht auf die linke Seite. Noch ein Gebäude fertiggestellt! Wir haben das Schatzlager erweitert! Wir haben einen Höhlentroll erschaffen! Jetzt werden die Dunedain ausgebildet. Sehr, sehr gut. Dieses Land wird uns gehören. Kommt, 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 kommt. Das ist super nett von euch. Gleichzeitig kriegen wir da auch noch ein bisschen mehr Geld. Dann holen wir uns gleich das. Wir werden sie überrennen. Sie werden sterben. Macht, was euch befohlen wird. Vorwärts, Bestie. Euer König spricht. Zurück! Ja. Oh, wir haben noch drei Spinnen. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Dieses Land wird uns gehören. Die braucht man nicht, die Kleinen. Nicht stehen bleiben. Die sind auch super stark. Nein, aber brauchen wir sie gerade nicht. Oh Gott, die sind auf Stufe 5. Mach dich nützlich. Was sollen wir sonst noch bauen? Dann noch das. Baut. Macht, was euch befohlen wird! Macht dich nützlich! Ich dachte, wir sind fertig! Ihr wisst, mit diesen Bogenschützen-Spam können wir erst einmal gut auch noch Ressourcen bekommen, wie ihr hier seht. Hält euch in Sicherheit! Und die Katapulte mögen uns auch. Aber um diese Katapulte kann man nicht. Wir haben viel zu tun. Also können wir hier, wie schon geplant, baut!
Machen wir da noch ein Gangsystem. Wir werden natürlich auch noch mehr Trolle brauchen. Viel mehr Höhlentrolle. Das neue Gebäude ist fertig. Wir haben eine Höhlentrolle, was befohlen wird. Wir werden dann fertig. Arbeitet an eurer Einstellung. Mach dich nützlich. Das neue Gebäude ist fertig. Der Feind ist in unserem Lager. Bestie. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ja, dann macht man mal die Feuerpfeile Upgrade. Das ist die Kurztaste W. Macht, was euch befohlen wird. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Das ist gut. Werden wir brauchen. Dann braucht man noch Feuerpfeil Upgrades. Wo ist der Feind? Macht man hier auch schon mal. Zumindest die vorherigen Upgrades. Dann machen wir noch gleichzeitig klingen, dann sollten die auch schon mal schnell aushalten. Und diese Spinnenreiter auf Stufe 10 sind super strong. Machen wir auch gleichzeitig Bannerträger. Brauchen wir noch jetzt Hammers. Verneigt euch vor mir, ihr Maden! Was war das? Jetzt könnten wir hier mal aufmachen. Befohlen wird. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Baut! Hier wird nicht gefaulenzt. Mach dich nützlich. Ich dachte, wir sind fertig. Bewegung! Macht euch wieder an die Arbeit. So, tun wir die auch mal von der Front weg, weil die haben die schöne Angewohnheit, ganz schnell um den Gegnern gefokust zu werden. So, und das Gorki auf Stufe 6. Was? Sehr gut. Beeilt euch! Dann macht ihr bitte mir noch. Der Feind ergriffen! Euer König spricht! Das neue Gebäude ist fertig! Wir sollten das Heilen-Upgrade für unsere Burg nachholen. Weil, wenn mal. Vielleicht werden auch Trolle geheilt. Ah, schon Stufe 5. Dieses Land wird uns gehören. Greift ihr mal da an und der Rest geht erst hier rein, wenn diese Mauer noch kaputt ist und der Rest geht jetzt vor. Wir brauchen noch zwei Trolle, Gebirgsriesen. Ah, Gorki, mach bitte dein Totem noch hier. Das könnten alle brauchen. Dann holen wir uns gleich nochmal die hier. Also dann einfach mal kurz in den Tod schicken. Jetzt! Erschlagt ihn! Dann hätten wir das schon mal. Das ist eine Falle. Den haben wir schon mal, dann brauchen wir noch einen zweiten. Und was wir noch brauchen, sind mehr diese Klüfte. Haltet euer Werkzeug bereit! Okay. Ihr wisst, was zu tun ist! Eurer Einstellung. Ach, was werden wir ihn nicht merken können. Mach dich nützlich! Ein neuer Riese erhebt sich! Der Feind! Der Feind! Schneller! Ich glaube, 1.0. Sie geben nicht auf! 6 setze ich dieses Totem eigentlich sauselten ein. Hier, das machen wir schon mal auf Autocast. Dann das hier. Dunkelheit. Für alle verbündeten Helden verbündeten Horden verursachen plus 50% Schaden, erhalten plus 33% Rüstung und sammeln 50% schneller
Erfahrung, Monster verursachen plus 25% Schaden, erhalten 33% Rüstung und erhalten 50% Erfahrung. Wird immer addiert. Das heißt, wenn ihr schon ein Buff auf die habt, dann wird das nochmal drauf addiert. Oder auch ein Gorkilde mit seiner Fähigkeit. Das wird dann auch gestackt sozusagen. Wird auch addiert zum Beispiel. Und das wird halt auch nochmal drauf addiert. Zum letzten Führerschaften sind schon sau praktisch, wenn die stacken. Wir haben eine neue Kluft gegraben. Okay, die Spinnen haben jetzt bei dem Ansturm einen ganz speziellen Auftrag. Ab Stufe 5 kriegen sie diese Giftbeutel. Die ist in 1.06 eine Fähigkeit, die man kaufen muss. Und hier ist es eine aktive Fähigkeit, die sie erst mit nach und nach bekommen. Ist die Upgrades. Machen wir hier das noch. Beiträgen können wir nicht bauen. Machen wir hier auch das Upgrade. Ja. Vorwärts. Hier. Und das Katapult. Hier das Katapult. Die normalen Einheiten bleiben mal ein bisschen zurück, weil die durch das Feuer sehr, sehr schnell sterben. Und jetzt haben wir hier einen Timer. Das ist dieser Hammer hier hinten. Den könnte man mit den Boomländern, hätte man diese Fähigkeit, könnte man die sehr gut einfach aus dem Weg räumen. Das erste Katapult ist tot. Dann nehmen wir gleich dieses zweite Katapult hier links noch mit. Und der große Vorteil ist, warum hier links angreifen ist. Hier ist die Waffenschmieden, wo es der Gegner Katapulte baut. Macht sie bereit! Bringt sie hierher! Weg mit euch! Gebt ihr mir bitte auf den Erdenhammer. Und das sind die Zwergen-Minen. Da kriegen die Zwerge Rohstoffe durch. Das ist auch die neue Fraktion, so wie die Helden. Konzentriert eure Angriffe auf ihre Zerstörungswaffen. Sie werden angegriffen! Macht sie bereit! Wir haben den Feind gefunden! Oh. Wir haben jetzt so ziemlich gefühlt. Mit der Ebene muss man kaputt. Macht das kaputt. So, go. Ich weiß nicht, was der Erdenhammer anstellt, aber anscheinend sehr viel Schaden. Ich habe es noch nie erst bei mir in den Einsatz gekommen. Jetzt gehen wir zurück. Vorwärts, Skorpion! Vorwärts! Zum Lager! Ganz zurück, bitte. Jetzt bauen wir noch ein paar Pfeile. Wir brauchen die. Weil mit diesen Höhlentrollen ist es super einfach, das zu machen. Die Spinnen haben auch gerade so überlebt. Die sind schon Stufe 10. Rocky ist Stufe 7 und wenn wir hier sozusagen angreifen, nehmen wir diesen Bereich sozusagen auch noch mit. Diese Türme nicht zerstören, ansonsten habt ihr Probleme, die auf der linken Seite oder rechten Seite die Katapulte zu zerstören. Euer König spricht! Wir können nicht noch mehr Soldaten führen! Wir haben einen Höhlentor! Jetzt bin ich gespannt.
Werden die geheilt? Die Einheiten, ja, Monster nicht. Okay. Sehr interessant. Ich glaube, diese Trolle. Ja, die werden jetzt halt sterben. Gut, dass wir noch einige Trolle in Auftrag haben. Und da sieht man schon mal die Feuerrate dieser Türme. Das hat man ja in der vorherigen Mission gut gesehen. Wie gut, wie schnell die schießen. Und so weiter, wenn Bogenschützen da drin sind. Noch mehr stinkende Arbeiter. So. Angriff hier. Mach das mal kaputt. So wie das hier auch noch. Ja, macht ihr weiter. Wir werden angegriffen! Aufspielen! Boah, Kiel, du bitte ihren Totem hin. Macht mal ihr das letzte Katapult hier drüben kaputt. So, Angriff. Ja. Dann einfach mal hier drüber rennen. Hier. Erobert das Gasthaus. Sind dabei. Müssen hier nur noch das aufmachen. Angriff. Angriff. Haben wir eigentlich dieses Spinnennest hier unten? Ja, das gehört schon uns. Dann nehmen wir die neuen Trolle hier. So, machen wir das noch. Schafft Gorki das noch auf die Füße? Ich weiß es nicht. Hierher, jetzt! Der Feind! Ja, dann kommen auch weniger Dune deinen Bogen schützen. Weil, Menschen haben hier nur. Diese Bogenschützen, Waldläufer und die Zwerge pumpen halt ihre normale Einheit. Die Riesen sollen die Türme zerstören. Speere nach vorn! Immer weiter! Der Feind weiter da drauf. Macht sie bereit! Oh, dieser Turm ist down. Der, glaube ich, geht auch gleich down. Ja. Achtung, Gott, hier. Wir haben sie. Wartet.
unser anderer Spinnenreiter-Trupp ist tot. Und wenn es doof geht, geht der auch down. Aber wir haben schon recht viele Stufe 6 oder 7er Truppen. Oh, der lebt noch. Genau, ihr geht auf dieses Gebäude, das ist sehr gut. Und ich habe schon mal erwähnt, diese Trolle, diese Gebirgstrolle und so, heilen erst mit Stufe 3. Alles, was unter Stufe 3 ist, heilt sich selber nicht. Oh, dann machen wir hier noch das und das. Der Feind ergreift an! Ruhe jetzt! Nimm die Schlacht aus! Wir fallen! Ja, ergreift an! Oh nein! Wir haben einen Höhlentroll! Immer weiter! Bringt sie hierher! Da geht man hier hin, ihr nehmt das hier ein. Hier haben wir hier noch einen Leuchtfeuer, müssen wir auch noch einnehmen. Oh, die haben hier schon groß genug, das stimmt gar nicht. Es gibt nicht zu groß, es gibt immer nur zu kleine Armeen, gefühlt. Diese 10er. Haben wir in der letzten Mission auch gehabt von den Bogenschützen, aber ich bin es eigentlich nicht gewohnt, dass die so lange eigentlich durchhalten. Ihr sollt bitte auf die Türme gehen und auf nichts anderes, weil die Einheiten werden von selber kaputt. Zurück geht's mit Rocky. Da muss nämlich Glenn sein, der dir ein paar Heiter aufs Maul haut. Vorwärts, ihr seid die Gebäude an der Reise. Was anderes wollt ihr euch nicht kümmern. Wir könnten direkt das wegsnipen, aber das ist ein bisschen langweilig. Ich möchte halt hier immer bei Phonos, das ist sowas, da möchte ich einfach durchgehen. Level 8 bei Gorki. Sie wollen uns zertrampeln! Dieses Land wird uns gehören! Macht, was euch befohlen wird! So, hier haben sie, müssen wir nur noch das zerstören, das Hauptgebäude. Und das war's dann mit Phonos. Niemand vermag Saurons Macht zu widerstehen. Die Orks haben alle Feinde Saurons zerschmettert. Bruchtal ist nah. Doch seine Zerstörung muss warten. Noch. Höhlentrolle. Und wir haben 26 Minuten ungefähr gebraucht. Fast. Dann vielen Dank fürs Zusehen.
Und bis zum nächsten Mal. Also bis dahin. Ciao, ciao.